Hallo, guten Morgen. Wir sind mal wieder unterwegs. Heute sind wir auf den Spuren des Streuobstwegs hier in Bürstadt und auch um Bürstadt. Wir haben hier wieder unsere Karte von Bürstadt, die Heimat- und Wanderkarte. Wir sind hier schon auch am ersten Punkt unserer Tour. Wir werden wieder verschiedene Punkte vorstellen. Die mag ich dir dann wieder etwas dazu sagen. Das ist auch alles hier in dieser Karte erklärt. Hier sieht man nochmal die Route, wo wir heute fahren. Also das ist das Rosane hier außenrum. Das Rote war hier der Hirschkäferweg. Den haben wir euch ja auch schon vorgestellt. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Zurückgelegt haben wir jetzt erstmal bis zum ersten Punkt hier die Strecke Wasserwerkstraße, Boxheimer Hof, durchs Feld, über die Eisenbahnbrücke bis hierher. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, wir haben dieses Jahr 2017 1250 Jahrfeier hier in Bürstadt und ich glaube, da passt das auch ganz gut, wenn man euch hier das mal ein bisschen vorstellen, wo man hier in Bürstadt wandern kann und so oder auch Radfahren. Wir haben dann auch noch den Friedweg, den werden wir aber dann noch ein bisschen später vorstellen. Das Ganze, was sich in der Karte hier befindet, ist so eine Art Trilogie. Hirschkäferweg, Streuobstweg und Friedweg. So, jetzt geht es bei uns weiter. Aber bevor wir weiterfahren, wird euch die Margit hier noch diesen Punkt vorstellen. Dankeschön. Hier bei den Aussiedlerhöfen wurde im Flurbereinigungsverfahren ein Kreuz errichtet. Wann genau kann ich euch nicht sagen, weil im Stadtplan, also auf der Karte, die wir haben, steht 1982 und hier auf dem Kreuz steht 1989. Also ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen, sucht euch einfach aus. Okay, und wir fahren weiter zu den nächsten Punkten. Yep. Ach, da kommt die nächste Brücke. Wie heißt denn die? Mal gucken. Ja, ich glaube, die sind gut versteckt. Gut versteckt. Wir schreiben es dazu. Oh je, yeah. Vielleicht auf der anderen Seite. Genau, wenn man von der Runde kommt, genau da ist es, glaube ich, Schild, ja. Die Aussiedlerbrücke. Jetzt geht's über die B44. Links Richtung Lambertheim, rechts Richtung Bürstadt. Genau. Wir an der NABU Streuobstwiese angekommen. Dort hinten, wo die Bäume sind, seht ihr, das ist die Streuobstwiese. Diese Fläche wurde ursprünglich als Erwerbsgarten für Obstanbau genutzt. Als die Bäume zu alt waren, um noch Ertrag abzuwerfen, wurde das Grundstück vom Naturschutzbund Bürstadt angepachtet. Seither kann sich die Natur dort ungestört entwickeln. Der Ort zählt zu den vielfältigsten Biotopen inmitten landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen. Das Wild der Umgebung, alle möglichen Vogelarten und viele Insekten sind dort anzutreffen. Wie zum Beispiel der Rotrückenwürger, die Schafstelze, Heckenbraunelle, Feldsperlinge und Grasmücken sind dort heimisch. Also das sind Tiere, die habe ich noch nie gehört. Sie können am Teich trinken und sich baden. Die Kirschen, Äpfel und Birnen werden in der Regel von den Krähen, Elstern, Staren und anderen Vögeln geerntet. Die Igel kommen dabei auch nicht zu kurz, da sie genügend Obst am Boden vorfinden. Unter dem Dach der dort stehenden Hütte verraten Reste von Gewöllen, also das sind die Knochen und Fellreste, die die Eulen auswürgen, dass auch der Stein- oder Waldkauz dort brütet. Also ihr seht, das wird reichlich genutzt von Tieren jeglicher Art. Genau gegenüber der Streuobstwiese findet ihr die Marlache. Auch die Marlache gehört zu den Altrheinarmen, die sich durch die Bürstädter Feldflur ziehen.
Ursprünglich war dieses Gebiet eine Feuchtwiese, die im Winter gerne von durchziehenden Wildgänsen aufgesucht wird. Merkwürdigerweise haben sich die Kiebitze bei der Wahl ihrer Nistplätze umgestellt. Sie brüten auf den umliegenden Feldern und nutzen die Wiese nur noch bei der Nahrungssuche. So, jetzt kommt die nächste Brücke. Mal sehen, wie die heißt. Die nehmen wir ein bisschen mit Anlauf. Packen wir, oder? Wenn man den richtigen Gang nimmt, ja. Margit, wie heißt die Brücke? Irgendwas mit Glocke? Glockenbuckelbrücke. Gut. Glockenbuckel. Sind wir an unserem nächsten Punkt angekommen. Wir sind an der Marienkapelle an der alten Wormser Straße. Diese kleine Kapelle wurde 1959 in der Gewann-Viehweide unter dem Pfarrer Heinrich Stolz erbaut. Die Kapelle erhielt außerdem 2001 eine neue Glocke und in ihr werden immer noch heute Andachten und Prozessionen abgehalten. An der Gabelung Alte Wormser Straße, Hofheimer Feldweg, in der Nähe der Marienkapelle, befindet sich ein altes Steinkreuz. Das Alter dieses Kreuzes ist leider nicht bekannt. Jedoch ist dies schon sein zweiter Standplatz, denn bei der Flurbereinigung wurde es hierher versetzt. Früher stand das Kreuz näher an Bürstadt, an dem sogenannten Geschirrmarkt, da wo heute die Gärtnerei Bartosch ist. Auch das war eine Anlaufstation bei Flurprozessionen. Blick auf Hofheim. Mittlerweile sind wir an der Streuobstwiese Mittelried angelangt. Die Altrheinarme bilden meist tiefe Einsenkungen, die landwirtschaftlich schwer nutzbar sind und oft als Wiesen Verwendung finden. Diese Streuobstwiese wurde 1990 im Rahmen der Flurbereinigung angelegt und hat sich inzwischen gut entwickelt. Durch die Nähe zum Grundwasser können sich die Äpfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume auch in trockenen Jahren ausreichend mit Wasser versorgen. Bemerkenswert ist ein dichter Bestand an Herbstastern, die noch im Spätjahr für eine violette Blütenpracht sorgen, auch wenn sich die Vegetationszeit dem Ende zuneigt. Nur ein paar Meter weiter befindet sich das Feuchtgebiet in der Steinlache. Dieses Feuchtgebiet wurde als erstes von der NABU-Ortsgruppe mit Unterstützung der Stadt Bürstadt und dem Forstamt Lambertheim vor rund 20 Jahren angelegt und hat sich bisher hervorragend entwickelt. Im Laufe der Zeit haben sich auch viele Tierarten hier eingefunden. Die selten gewordenen Ringelnattern leben in diesem Biotop, ebenso ihre Hauptnahrung Frösche, Kröten und Molche. Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger, Rohrhammer, Feldschwirl und Kuckuck sind einige der vielen Vogelarten, die hier vorkommen. Eine Besonderheit ist die Beutelmeise, die im westlichen Bereich Deutschlands eher selten zu finden ist.
Auf der vorgelagerten Feuchtwiese blüht stellenweise der Blutweiderich und seltener der Wiesenstorchenschnabel. Im Frühjahr kann man besonders gut die verschiedenen Amphibienarten hören und unterscheiden lernen. Die Knoblauchröte ist gut von allen anderen zu unterscheiden. Westlich der Kläranlage befindet sich das im Jahr 2001 von der Landschaftspflegegemeinschaft geschaffene Feuchtgebiet, das von vielen Hecken und Bäumen umgeben ist. Das durch einen Erdwall geschützte Biotop bietet auch für Feldrehe und Fasane genügend Ruhe. Da der relativ tiefe Teich noch recht jung ist, braucht er noch einige Zeit, bis Amphibien und am Wasser lebende Vögel eingewandert sind. Neben dem Rohrkolben sind die Libellen die ersten, die von einem neuen Teich profitieren. Außer Prachtlibellen kommen Blattlauchlibelle, blaugrüne Mosaikjungfer, Blaupfeil und blutrote Heidelibelle hier vor. Vogelarten gibt es in Hülle und Fülle. Nachtigallen und Grasmücken sind schon von Weitem zu hören. Nach einer schlammreichen Wanderung befinden wir uns nun am Platz. Der Menhir aus der Jungsteinzeit ragt etwa 1,20 Meter über den Boden. Die ehemalige Funktion des Buntsandsteins ist ungewiss. Markierte er eine Kultstätte oder nur eine Ackerfläche? Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts trug er auch die Bezeichnung Kluck oder Hinkelstein. Warum heißt er heute Sackstein? Nach einer Sage stahl ein Geizhals an einem Sonntag einem Bauern Kartoffeln vom Acker. Gottes Zorn darüber erreichte ihn mit dem Glockenschlag der Michaelskirche, denn in diesem Augenblick ward der Sack zu Stein. Brutal hier, der Weg jetzt wieder zurück. Ihr seht es, alles total mit Schlamm. Wenn wir vorne auf dem asphaltierten Weg sind, müssen wir erstmal wieder die Reifen hier befreien. Genau, Margit, dass sich das wieder richtig dreht. Ja. Das kriegen wir schon. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind zurück vom Sackstein. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie unser Räder sauber kriegen. Ja, das ist total vermatscht alles. Da sieht man es nochmal gut. Und jetzt mal gut sauber machen, bevor es weitergeht. Oh je. Naja, das gehört halt auch dazu. Irgendwie. Also der Weg vom Sackstein wieder raus war anstrengender, wie die ganze Tour wahrscheinlich insgesamt sein wird. Und vor allen Dingen bin ich jetzt bestimmt 2 Zentimeter größer. Oh, ein bisschen näher noch. Schöner Brabbel. Okay. Ja, super. So, nachdem wir unser Fahrräder zum Teil vom Schlamm befreit haben, sind wir jetzt wieder mal zurück zu der Bank hier an dem Bahnübergang. Und das nutzen wir jetzt gleich mal hier und machen eine Mittagspause. Und auch ein schönes, kühles, frisches Bierchen gehört zu einer Radtour dazu. Genau. Eine Radreinigung. Jawohl. Und nochmal das. Nach dieser wunderschönen kurzen Pause, in der wir uns reichlich gestärkt haben, ein wenig gestärkt haben,
ist es weitergegangen. Wir sind an der Kläranlage vorbeigefahren und sind jetzt an der Nabu-Heckenstreifen Steinlache angekommen. Nahezu 20 Jahre ist es her, dass der Steinlachgraben in einen Kanal umgewandelt wurde. Als Ersatz forderte der NABU, Ortsgruppe Bürstadt, einen Ausgleich in Form eines Heckenstreifens. Mit Finanzmitteln der Stadt Bürstadt und des Amtes für den ländlichen Raum wurden mehrere hundert Bäume und Sträucher gekauft und mit Hilfe der Jugendgruppe eingepflanzt. Die von der B44 bis an die Kläranlage reichende Hecke kann als eine der schönsten in der Bürstädter Gemarkung bezeichnet werden. Im Frühjahr ist hier ein wahres Blütenwunder zu bestaunen, das später im Jahr dann auch entsprechend Früchte trägt. Die wilden Kirschen werden von vielen Vogelarten gefressen und an die Jungen verfüttert. Außer den Kirschen stehen dort Schlehen, Weißdorn, Hartriegel, Schneeball, Pfaffenhütchen, Sanddorn und mehrere Wildrosensorten. Die Hecke dient auch als Schutz für Wild und bietet Erdkröten einen Lebensraum. So, hier oben sind wir gut in Sicherheit. Wir sitzen auf einem Försterstand. Unsere Räder haben wir mitgenommen, damit die nicht alleine an der Straße vorne stehen. Und jetzt sitzen wir hier oben und genießen die Aussicht. Vielleicht sehen wir ja auch ein kleines Reh vorbeihüpfen. Ja. Echt schöner Punkt hier, zu empfehlen. Der stattliche Maulbeerbaum auf dem Friedhof ist der älteste seiner Art in Bürstadt. Seine weit ausladenden Äste tragen reichlich zuckersüße rote Früchte, die den Vögeln einen reich gedeckten Tisch bereiten. Zusammen mit den beiden flankierenden Rosskastanien soll das Ensemble in Zukunft als Naturdenkmal ausgewiesen werden. Ebenfalls auf dem Friedhof in Bürstadt sind Mahlmale, die zum Gedenken an die Gefallenen und durch Kriegseinwirkung Verstorbenen der Kriege 1870-71, 1914-18 und 1939-45. In der Steinlachstraße 18 ist völlig von einem grünen Mantel umgeben. Hier ranken wilder Wein, Efeu und Trompetenwinde um die Wette. Fällt im Herbst das feuerrote Laub des wilden Weins ab, sind die Nester der Vögel zu sehen, die im Schutz der dichten Blätter gebaut sind. Amseln, Grünlinge, Distelfinken und Gierlitze bevorzugen neben Spatzen den grünen Pelz des Hauses. Im Sommer schützt der Bewuchs das Haus vor übermäßiger Aufhitzung. Die Blätter produzieren Sauerstoff und die kontinuierliche Wasserverdunstung bewirkt eine angenehme Kühlung. Das Kleinklima wird somit deutlich verbessert. Diese Fassadenbegrünung war im 2003 beim Wettbewerb Garten Eden der Preisträger. In der Mainstraße hier, in der Nummer 123, findet sich ein Steinkreuz wieder. Das wurde auch damals zur Flurprozession angewandert, sage ich mal. Wann es allerdings errichtet wurde, die Jahreszahlen kann man nicht mehr lesen heute. Die Aufweitung des Mühlgrabens hier kurz vor Bobstadt ist mit Hilfe von sogenannten Grabentaschen eine Maßnahme zur Aufwertung des Biotops sowie zur Verbesserung der Wassergüte geworden. Dieses Projekt wurde 1999 von der LPG Bürstadt durchgeführt. Infolge der Verbesserung der Wasserqualität kamen Moderlieschen und andere Kleinfische zurück und zogen Eisvögel an, die hier ein ideales Nahrungsangebot vorfinden.
Neben dem Rohrsänger brütet dort die Teichschralle und die Rohrammer. In kürzester Zeit haben sich die Grabentaschen zu einem sehr wertvollen Wasserbiotop entwickelt. Und jetzt werden wir gucken, dass wir uns schnell wo unterstellen, denn jetzt kommt gerade ein kleiner Schauer. Und Popstadt ist erreicht. Angekommen. Jetzt gucken wir mal, was es hier alles gibt. Hier stehen wir vor dem Bürgerhaus in Bobstadt. Das frühere Bobstädter Rathaus, das später ein Schulhaus war, ist um 1850 abgebrannt. Beim Wiederaufbau wurden zusätzlich zwei Stuben für den Lehrer eingebaut. 1852 bis 1965 war es Rat- und Schulhaus. Vor dem Bobstädter Bürgerhaus wurde 1977 eine Grenzsteinsammlung geschaffen, die wir euch hier gerne zeigen. In Bobstadt gibt es auch ein Kriegerdenkmal, von einer Familie Montag gestiftet, die 1800 von Bobstadt nach Amerika ausgewandert ist, weil ihre Tochter in Amerika ermordet wurde. Außerdem gibt es hier in Bobstadt drei Feldkreuze, ein Kirchwegkreuz auf dem Vorplatz, errichtet von katholischen Bewohnern Bobstadts, dem katholischen Pfarrer Aud und dem katholischen Holsendahl im Jahr 1868. Ein weiteres Kreuz befindet sich hier nahe dem Friedhof bei einem Spielplatz und ein drittes Kreuz hier oben, das ist im Feld hinter dem Sportplatz Bobstadt. Gezwungene Pause durch einen Regenschauer. Hör das so. Jetzt kommt es noch mal so richtig schön runter. Ein richtig herrliches Gewitter, wie ihr hören könnt. Oh, ich liebe Gewitter. Könnte stundenlang zugucken und zuhören. Aber jetzt wäre es doch schön, wenn es mal aufhören würde, damit wir den Weg weitermachen können und auch irgendwann mal wieder heimkommen. Bei der Bobstädter Bärenwiese. Bei vorsichtiger Annäherung, besonders in den frühen Morgenstunden und am späten Abend, kann man auf der Bärenwiese Feldrehe beim Äsen beobachten. Die Wiesenfläche mit dem Teich ist ein Refugium vieler Tierarten wie Frösche, Kröten und Molche. Auf der Wiese gibt es Heuschrecken, die als Nahrung für zahlreiche Vogelarten dienen. Das Biotop wurde 1994 auf einer ehemaligen Ackerfläche angelegt, mit dem Ziel, wieder mehr Wasserflächen in der Gemarkung zu schaffen. Im benachbarten Bobstädter Wäldchen brütet hin und wieder der Baumfalke. Ebenso wie Habicht, Späber, Turmfalke, Rotmilan und Schwarzmilan. In diesen Auenwaldrelikten, die zeitweise recht feucht sind, kommen die charakteristischen Tierarten der Riedwälder vor. Besonders die ausgezeichneten Sänger wie die Nachtigall, die Mönchsgrasmücke, Garten- und Dorngrasmücke. Die Vogelkonzerte sind von Frühjahr bis Anfang Juli zu hören.
Und wenn ihr genau hinhört, hört ihr auch ein paar Vögel. Gehört? Gut. Michael versucht sich im Finden von einigen Tieren, ob er da bei dem Wetter Glück hat, das wage ich zu bezweifeln. Hier ein paar Meter weiter haben wir noch einmal ein kleines Bobstädter Wäldchen. Genau daran angrenzend haben wir das Bobstädter Eck. Die windgeschützte Streuobstwiese wird schon im zeitigen Frühjahr von der Sonne recht schnell aufgewärmt und zieht somit die Schmetterlinge an. Die frühen Tagpfauenaugen, Zehfalter und kleinen Füchse halten sich gerne dort auf. Die blühenden Obstbäume sind im Frühjahr eine Augenweide, die zudem alle Nektar- und pollensuchenden Insekten Nahrung bieten. Und weiter geht's Richtung Birstadt. Feldholzinseln, die im Zuge der Flurbereinigung als Ausgleich für zugeschüttete Gräben angelegt wurden, bestehen überwiegend aus einheimischen Gehölzern. Dazu gehört der Weißdorn, Schwarzdorn, Hasel, Feldrose, Pfaffenhütchen oder Linguster. Das schafft die erforderlichen Lebensräume für standortgemäße Tierarten wie den Weinschwärmer und andere Falter. Der inselartige Verbreitung der Gehölze macht den sehr beweglichen Vögeln wenig aus. Diese richten sich nach dem Angebot an Futter und Nistmöglichkeiten. Der im Frühjahr blühende Weißdorn und die Schlehen sowie der Schneeball spenden Hummeln, Bienen und Schwebfliegen Nahrung in Mengen. Nahezu in allen Feldholzinseln wurden vom Naturschutzbund Ortsgruppe Bürstadt und den Jägern Teiche eingebaut, die als Tränke für die Vögel und das Wild dienen. Frösche, Kröten und Molche haben hier ihr Stelldich ein. Das Biotop Brückelsgraben. Wie man erfolgreich Biotope aus Menschenheit schaffen kann, zeigt diese Ausgleichsfläche für das Gewerbegebiet Brückelsgraben. Schon bald nach der Anlage im Jahr 2000 siedelten sich rasch Rohrkolben und nachfolgend noch andere wasserliebende Pflanzenarten an. Der neue Lebensraum wurde rasch von der Natur in Besitz genommen. Zuerst bauten Sumpfrohrsänger und Rohrammern ihre Nester, in deren Gefolge auch der Kuckuck nachzog. Das Weibchen des Kuckucks brütet ihre Eier nicht selbst aus, sondern überlässt das Brutgeschäft anderen Vögeln, wie zum Beispiel dem Rohrsänger. Die von ihnen aufgezogenen Kuckucke nehmen dennoch das Verhalten der Kuckucke an und fliegen im Herbst selbstständig in ihre Winterquartiere von Nordafrika. Außerdem befinden sich bei dem Biotop auch zwei weitere Feldholzinseln. Thank you.
meine Lieben, jetzt sind wir am Ende unserer Tour angerangt. Wir sind nicht mehr nass geworden, zum Glück. Wir sitzen jetzt an der Kapelle am Schlinkenwinkel. Das wurde 1989 von Anwohnern erbaut, weil die Stammtischfreunde hier in der Wirtschaft hinter uns hatten eine Idee. Sie wollten hier Kirschweih feiern und für eine Kirschweih braucht man was? Eine Kapelle oder Kirche. Deswegen hat sich diese Interessengemeinschaft gebildet und die haben dann hier diese Kirche gebaut, also diese kleine Kapelle. Man sagt aber, dass hier früher schon einmal eine Kapelle gestanden haben soll, zwischen 1831 und 37 abgerissen wurde. Und aus den Steinen soll man hier die Straße gemacht haben. Ob das stimmt oder nicht, das wird nicht belegt, können wir nicht sagen, aber so heißt es. So, und wir machen jetzt uns auf den Heimweg, denn jetzt haben wir uns ein leckeres Essen verdient. Heute ist Muttertag. Also von daher stehe ich heute nicht mehr in der Küche, sondern wir lassen uns was Gutes kommen. Der zweite Teil praktisch von unseren Rundwegen in Bürstadt hier, der Streuobstweg, hat mich etwas gewundert, dass es da keine Schilderung gibt bei diesem Weg. Beim Hirschkäferweg war alles schön ausgeschildert, hier war leider nichts ausgeschildert. Also man braucht schon die Karte, um den Weg abzufahren, weil man findet keinerlei Schilder. Aber Michael ist immer gut vorbereitet und weiß genau, wo es lang geht. Von daher habe ich nie Bedenken, dass wir nicht ankommen. Ja. Also bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ja. Tschüss.